Hallöchen, liebe YouTube-Krümels und willkommen zurück zu unserem Projekt Insel Farmer auf der Karte Wildes Inselleben. Ja, wir haben ja beim letzten Mal die Bäume schon mal gefällt auf unserem Feld. Gefällt und gefällt? Feld? Gefällt? Feld? Ihr wisst, was ich meine. Ja, und heute wollen wir sie natürlich dann auch noch wegbringen. Ja, da liegt natürlich einiges an Arbeit an. Es ist so ein bisschen tricky, wenn man halt nicht unbedingt regelmäßig im Forst unterwegs ist. Ihr hattet auch gesagt, ja, Timelapse sind in Ordnung. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an alle, die so viel und fleißig die Kommentare geschrieben haben. Es hat auf jeden Fall auch geholfen mit den Stützen. Das werdet ihr gleich noch sehen. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung an euch, wie immer. Ja, und dann würde ich mal sagen, höre ich mal an dieser Stelle auf, hier zu reden und so. Und auf geht's. Ab zu unseren Bäumchen. Sind wir wieder, ja, auf unserem schönen Feld mit vielen Steinen und vielen Bäumen. Ja, ihr habt ja gesagt, dass wir ruhig das Ganze als Timelapse machen können. Und dementsprechend werden wir das auch genau so tun. Wir werden hier, ja, alles aufnehmen. Ich werde alles aufnehmen, was ich hier mache. Also sowieso, ne? Aber das Ganze machen wir dann als schönes Timelapse-Video fertig. Und ihr hattet mir ja auch noch gesagt, dass man den hier, dass man hier die Stützen ausfahren kann. Und ich habe das dann auch nochmal getestet. Und ja, ihr hattet da auch auf jeden Fall recht mit. Ich meine, ich habe das auch nie angezweifelt. Ich habe es halt nur, als ich mich hiermit, ja, beschäftigt habe, es halt nicht hinbekommen. Aber das funktioniert. Hatten wir den geschnitten oder ist der so schief? Weiß man nicht, ne? Ja, das funktioniert. Ich möchte den nur mal ein Stückchen zur Seite ziehen. Bin da gerade gar nicht so sicher, was der hier so macht. Oh, also ich will dann noch nicht aufladen. Oh, es ist... Doch, es ist... Okay, der ist so schief. Okay. Kriegen wir den so? Ich möchte ihn nur mitziehen. Weil ich befürchte, dass wir ihn sonst nicht cutten dürfen, weil er ja nicht auf unserem Feld ist. Ihr kennt das Dilemma mit Sicherheit. So. Und hier jetzt nochmal runter. So. So. Ein Stückchen hoch. Wir dürfen ihn hochnehmen, ja. Guck mal, so, und jetzt nehmen wir ihn einfach mal mit auf unser Feld. Ich muss, by the way, schon mal wieder mein Lenkrad einstellen. So, kommst du mit? Kleine Palme. Einfach mal hier mit aufs Feld, gar kein Problem. So, so ist schön. Ich stelle mal ganz schnell mein Lenkrad ein. Dann funktioniert das auch alles noch viel, viel schöner, wie ich das möchte. Und dann, genau, machen wir als erstes Folgendes. Tada! Die Stützen sind unten. Oh, guck mal, der Baum bewegt sich von alleine. Das ist ja faszinierend. Guck mal. Okay. Der Baum möchte nicht mitgenommen werden. Deute ich das richtig? Nichtsdestotrotz, er muss halt... Ne, wir müssen ihn hier einmal... ja. Keine Chance. So, auf geht's. Viel, viel Holz für uns, viel, viel Geld für uns. Ihr habt ja auch gesagt, wegen den Steinen, die wir hier auf dem Feld haben, dass wir doch ruhig den Steinsammler uns holen sollten. Und da bin ich auch auf jeden Fall fein mit euch. Ich glaube auch, dass das definitiv sinnvoll ist, wenn wir das machen. Weil ihr habt ja auch gesagt, ja, ansonsten werden unsere Fahrzeuge, unsere Gerätschaften doch relativ schnell kaputt gehen. Und das ist ja auch mein Bedenken, was wir da haben. Dementsprechend, ja, würde ich auch mal sagen wollen, das machen wir so. So. Die finde ich immer noch so interessant, ne? Die, hoppala. Ahornbäume. Kann ich das gerade richtig so? Ist auch umständlich, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, ne? Mit ihren zigtausend Ästen hier.
Mal gucken. Tatsächlich auch Ahornbäume, glaube ich, habe ich sonst im LS noch gar nicht wirklich. Aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich irgendwie irgendwas hatte mit zigtausend Ästen, so wie hier. So, wie Toppi. Oh, der ist auch so schief, oder? Ah, nee, okay, ich sehe schon. Guck mal, dann machen wir nochmal hier so einen Cut. Ich glaube, hier schneiden uns die irgendwie zurecht, dass wir die mitbekommen werden. So. Auf die Forstwirtschaft bin ich im 25er natürlich auch schon sehr gespannt. Und das 2, ach guck mal, daher kommt dieses sehr bunte Chaos, weil das 2 sind, die hier so relativ aufeinander liegen. Okay. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es wird. Und natürlich allen voran, aber ich glaube, da bin ich auch gar nicht alleine. Schreibt es also auch gerne mal mit in die Kommentare. Natürlich die Wetterverhältnisse, ne? Was da wirklich ist, wie das Ganze sich dann spielen lässt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man es an- und ausstellen kann. Ne? Manch einer hat vielleicht... Ich wollte sagen, ist der Ast weg? Nein, der ist nur hier in den Tiefen von unserem Raps, was noch da ist. Ich kann mir vorstellen, dass manch einer vielleicht keine Lust hat auf wirklich sehr krasse Wetterverhältnisse oder dass man vielleicht die Stärke der Wetterverhältnisse einstellen kann. Na, also ich sage jetzt mal, manch einer hat dann doch nur den Starkregen und der nächste hat halt doch wirklich auch den Tornado. Auch hier, wie immer, ne, alles nur Vermutung. Das ist wieder der andere Baum, okay. Aber dann können wir den Ast hier auch mal cutten. So, das Ding haben wir. Zack. Ich werde da auch noch mit dran. Oh, das will ich aber so nicht. So, ups. Ja, kommt hier auch mal ab. Ich mache das jetzt irgendwie, ne? Dass wir das irgendwie mitbekommen dann. Dann, wann, irgendwann. Da. Hier einmal lang. Okay, der kommt ab. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein paar Sachen tragen können, gell? Hotelle. Das. Dann muss das hier auch noch ab. Dann ist der andere Baum wieder. Ich würde sagen, wir cutten das jetzt erstmal alles irgendwie. Und dann sammeln wir alles irgendwie ein. Ich glaube, das ist clever. Oh, oh. Warum springt er denn immer darüber? Lass das doch so. Ja, dann, genau, kommt hier noch ein Cut hin. Halt, stopp, ich wollte sagen, das könnten wir auch noch weiter hier dran machen, ne? Glaube ich, mehr Sinn. Hier. Das ist hier. Hier. Der hier. Ordentlich schneiden. Du gehörst hier hin. Weg. Du gehörst da. Hoppala. Da hin. Wow. Und wir sehen... Halt, stopp. Da ist noch mehr, was weg muss. Wir sehen auf einmal was, ne? Cool. Hier kommt das... Opa. Da so einmal weg. Können wir gleich mal gucken, was wir so händisch vielleicht tragen können sogar, ne? Von den Sachen. So. So, wartet mal. Den können wir erstmal noch ausmachen, weil, wie gesagt, erstmal werden wir hier ein bisschen recht schnippeln. Oh Gott. Wie viele haben wir denn von denen? Ach, da liegt auch noch einer. Das ist ja grässlich. Okay. So. Hier kommt einmal ab. Gibt mit Sicherheit auch einen sehr coolen Trick oder sinnvoll, wie man die hier am besten, am schönsten eigentlich schneidet, ne? Wie diese Geräusche hier auf der Insel, ne? Ich mag, also wirklich, ich mag
Picard total. Das ist, bin ich ganz ehrlich zu euch, so ein kleiner Minipunkt, den ich jetzt so, wie soll ich sagen, wo ich es ein bisschen schade finde, ein bisschen traurig finde, in Anführungszeichen. Es gibt so viele wirklich super, super schöne Karten im 22er, auf denen ich total gerne irgendwie, ja, was machen möchte und wo jetzt halt einfach hardcore die Zeit rennt, ne? Es ist, ja, der 25er steht in den absoluten Startlöchern, scharrt quasi mit den Hufen und ist bereit für uns. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich bin halt wirklich so an manchen Punkten, wo ich so denke, oh ja, ich habe aber eigentlich, ne, ich habe hier noch was, was ich eigentlich gerne im 22er machen möchte. Dann habe ich da und da wieder sogar eine neue Idee, wo ich denke, ey, das wäre auch noch hier total cool. Also, liegt einfach an den Karten, ne? Wo ich so manche Karte habe, wo ich sage, da würde ich gerne auch noch irgendwie was machen. Und, ja. Ja, dann ist aber da schon der 25er, ne? Ich meine, wie gesagt, ich freue mich auch definitiv ganz doll auf ihn. Und auch da bin ich wirklich sehr krass gespannt, was uns erwarten wird. Ich habe jetzt schon ultimativ Bock auf die Map-Testings. Wo wir ja wirklich zum Start wirklich, ne, eine nach dem anderen uns angucken können. Oh, oh. Und dann nach und nach die ganzen Karten, die so reinkommen, abklappern werden. Ja, aber ich, das ist so, wo ich so denke, ich habe den 22er für mich persönlich noch gar nicht wirklich durchgespielt. Wisst ihr, wie ich das meine? Also da ist noch so ein bisschen was, wo ich sage, ja doch, ne, dies würde ich eigentlich hier noch machen. Ich meine, klar, ne, jetzt denkt sich manch einer von euch, ja, dann mach's doch, ne? Das ist doch nicht, dass das Spiel weg ist. Das ist auch vollkommen richtig. Aber natürlich möchte ich auch den 25er gleich direkt mitnehmen, anspielen und gucken, was uns dort alles Schönes bevorsteht und erwartet. Und ja, ist halt nicht unendlich viel Zeit da. Aber wir gucken einfach mal, wie wir das am schönsten, am besten so hinbekommen werden. Dann erstmal bleibt bei mir ja, habe ich euch ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, der 22er bei mir auf jeden Fall auch noch bestehen. Wir machen hier unsere Projekte noch weiter. Der 25er kommt dann außerdem mit dazu. Und dann wird der 25er so nach und nach den 22er ablösen. Aber voilà. Komisch hier, ne? So. Trotzdem ist halt, also bei mir wäre es halt wirklich auch so gewesen, dass ich gesagt hätte, ich brauche jetzt nicht zwingend einen 25er. Es hatten von euch ja auch ein paar gesagt, die gesagt hätten, sie hätten auch gar nichts dagegen gehabt, wenn beim 22er diverse Erweiterungen noch gekommen wären, gewisse Abänderungen und so. Aber es wäre gar nicht dringend oder zwingend notwendig gewesen, dass man sagt, so, und jetzt ist Zeit für den 25er, gell? Das hatten auch ein paar von euch gesagt und ja, ich sag jetzt mal, bei mir ist es sowieso so, da ich ja den Landwirtschaftssimulator auch erst mit dem 22er kennengelernt habe. Ich habe ja mit dem, komm, hier machen wir auch den Cut einfach mit rein. Ich habe mit dem 22er ja angefangen. Den 19er hatte ich zwar auf dem Schirm, aber ja, war dann doch ein bisschen von der Tastenbelegung abgeschreckt, als ich mir das Spiel, also sie hatten das ja mal bei Epic kostenlos. Habe ich euch auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt. Also im Stream auf jeden Fall, ob es hier auch war, weiß ich jetzt gar nicht. Da hatten sie bei Epic das Spiel kostenlos und dann habe ich es mir auch runtergeladen, habe gedacht, oh, guckst du dir mal an und dann ging es halt los in Schlepper gesetzt und ne, die Tastenbelegung, dachte so, oh, hast du jetzt gerade nicht so wirklich Bock drauf? Ja, und dementsprechend ist das Spiel halt auch sehr, sehr flott wieder vom Rechner verschwunden. So, und ja, gar nicht weiter mit beschäftigt. Tja, und dann war es soweit im Dezember 22, dass ich gesagt habe, ich brauche ein
ruhigeres Spiel, irgendein entspanntes Spiel. Und ja, tada, da war der 22er. Und jetzt komme ich nicht mehr von los. Ich meine, auch der 25er wird mit Sicherheit klasse. Und wie auch gesagt, ne, ich freue mich wirklich drauf. Bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Neuerungen, die wir schon kennen, wie sie dann wirklich sind. Und ja, ich glaube, es wird cool. Ich glaube, es wird echt richtig cool. Aber so ein bisschen, wie gesagt, dadurch, dass ich hier im 22er noch einiges für mich selber offen habe, ja, ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, es wird langsam mal Zeit für einen neuen LS. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie es bei euch so aussieht. Ob ihr auch eher seid, sagt, ja, ne, der 22er, ne, der hätte so auch noch bleiben können. Da hätte ich gar nichts anderes Neues gebraucht. Ne? Oder sagt ihr, nee, doch, es war mal Zeit, da mal wieder ne, was Neues, Schönes zu haben. Und das ist auch in Ordnung. Oder, ne, wie ihr das so seht. Im Stream waren die Meinungen ganz unterschiedlich. Da hatten einige halt auch wirklich genauso gesagt wie ich, sie bräuchten halt nicht unbedingt ein neues, weil sie haben im 22er wirklich noch einige Sachen, aber auch da natürlich der Punkt, man freut sich natürlich auch drauf. Oh, guck mal, ich krieg gerade nicht den höheren Ast hier. Ich rutsch da gerade nicht hin. So, der Gott, ja, warte mal, so. Hatten wir den hier einfach mal weg. Mit dem ganzen Grünzeug? Ich glaube, das muss ich echt mal rausziehen. Ich komme da, ich steige da gerade nicht durch mit dem Busch und so weiter. Boah, ich glaube, das... Nee. Nein, okay. Das müssen wir anders machen. Müssen wir uns gleich einfach mal rausziehen aus dem kleinen Busch und dann können wir das vernünftig machen. Aber guck mal, wir haben alles klein, ne? Krass. Ich hätte gedacht, das war... hier länger bei sind. Aber ich glaube, das Verladen, das wird jetzt verladen, wegfahren und so, das wird, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ja, und dann nochmal der. Ich glaube, manchmal habe ich es auf 3, manchmal auf 2, gell? Auch nicht. Auf 3 und mal auf 4. Was ist das so? Halt. An. So. So will ich das. Hopp. Ach, guck mal, hier ist noch jemand, aber, also spaßeshalber können wir mal testen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den, ja, genau, das darf ich mir nämlich, das dürfen wir nicht. Deswegen hatten wir den anderen, die Palme da hinten auch mit aufs Feld gezogen, müssen wir da an der Stelle eben genauso machen. Aber, also Motor starten. Hier heben wir einmal kurz an. Genau, hier können wir mal... schon von alleine losgelassen. Dann fahren wir da nochmal ein bisschen anders dran. Das war hier ein bisschen wegbekommen werden. Ich glaube, den hinteren werden wir nicht so gut gegrappt bekommen. Müssen wir doch ein bisschen... dichter dran. Jo. Und da. Jo. So. Zack. Stützen, stehen. Und wir hüpfen hier rein. Auf geht's. Manche sind ja auch super, super krass forstaffin. Die sagen, ja, alles andere brauche ich auch gar nicht. Nur Forst im LS. Ist jemand von euch auch mit dabei, der sagt wirklich, nee, alles andere macht mir gar keinen Spaß mehr. Ich möchte eigentlich nur Forst. Ich mache nichts anderes. Oder ist es, also bei mir ist es halt wirklich, oh nein, 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 nein. Nein, komm hoch. Einer Baumstamm. Wieder hoch. Okay, das war ein Satz mit X. Bei mir ist es, wie ich ja schon gesagt habe, also in den Wintermonaten finde ich das halt eigentlich mal so als Abwechslung ganz cool. Ansonsten bin ich eigentlich mehr auf den Feldern. Ich mag halt ultimativ alles, was mit den Tieren zusammenhängt.
mich um die Tiere zu kümmern, zu versorgen und so weiter, mit dem, was sie dann haben, was herzustellen, die Produktionen. Wow, das ist halt echt wieder spannend, ne? So, mal gucken. Ah, das passt nicht ganz, ne? So, runter. Wäre fast gut gewesen, wenn ich noch wieder zurückgesprungen wäre, aber ich bin trotzdem einigermaßen zufrieden und darf da liegen bleiben. Okay. Juti! Dann würde ich aber mal sagen, sehen wir mal zu, dass wir hier ein bisschen mit der Zeit vorankommen. Okay. Ich glaube, das wird so nichts. Aber die Dinger werden jetzt natürlich echt super nervig, ne? Zack. Das einmal ab. Wo gehörst du denn eigentlich zu? Da. So, kriege ich das getoben? Auch nicht. Na, toll. Okay. Werden nervig. Kann ich dich wenigstens tragen? Oh nein, ey, Leute. Nein, auch nicht. Sie sind alle zu schwer. Nein, nein, nein. Unschön. Sehr, sehr unschön. Ach, Herr Jemine. Vor allem, ihr müsst ja bedenken, ja nicht das einzige Feld, ne? Ich darf euch dran erinnern. Sehen sehr, 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 sehr viele Felder genau so aus. Und ich krieg's nicht hoch. Komm schon. So vielleicht. So haben wir ihn. Wir dürfen jetzt nur nicht verlieren. Obwohl, so kriegen wir ihn wenigstens wieder vernünftig gegriffen. Na, dann will ich den anderen hier auch nochmal schnell runterschubsen. So. Immer noch nicht. Wow. Kennt ihr das, wenn man so wirklich total falsch guckt? Also man denkt, jo, so passt das, so treffe ich. Und dann trifft man doch mal so überhaupt nicht. Komplett verschätzt das Ganze. Ja. Passt. Hoch. Runter und du haben wir. Okay, und die anderen. Die wackelt alles so. Es wackelt alles nicht cool. Gar nicht cool. Ich glaube, hier ist eigentlich noch super viel Platz, ne? Aber na, nehmen wir erstmal hier den Ahornbaum mit und dann sehen wir, wie viel Platz dann wirklich noch da ist. Zack. Und dementsprechend entscheiden wir, wann wir abgeben. Das wird nichts. Also weiterfahren. Ah, hier wollen wir wieder einsteigen. Einmal hoch. Dann tucken weiter da rum. Ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch hier da dort ein bisschen was wegschneiden, abschneiden. Ne? Das klappt sonst definitiv gar nicht. Achso. So, und zwar, ja, das konnte man eben aus dem Schlepper heraus sehr schön sehen. Der hier muss auf jeden Fall ab.
Kann ich dich nehmen? Nein, natürlich nicht. Komm, und den halbieren wir auch einfach. Und danach fahren wir, wenn wir den hier drauf haben, dann fahren wir auf jeden Fall weg, ne? Dann bringen wir alles weg. Okay. So würde man niemals im Real Life fahren, ne? Das ist uns auch, glaube ich, allen ganz klar. Aber wir machen das jetzt hier, weil ich froh bin, dass ich die alle da jetzt drauf habe. Und wir jetzt hier irgendwie wegkommen, hoffentlich. Mal genau, den hier runterfahren, das kommt wieder irgendwo nicht richtig lang, ne? Das war ein so ein bisschen, ne? Leiden hier gerade ein bisschen übers... Leiden sehr, 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 sehr doll übers Feld, sage ich euch. So. Lag vielleicht daran, weil ich irgendwie noch in der falschen Einstellung war? Ich glaube, ja. Nein. Okay. Wow. Okay. Holzdrift. Okay. Ja, der kleine Führer ist dafür nicht ausgelegt, ne? Wie viel... Oh, das ist... Okay, wir fahren einfach ganz, ganz langsam und sehen... Puh. Sollten wir nicht wieder machen. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Gehabt. Ich möchte gerne hier lang, weil ich möchte nicht zu Feld 1 auf diesen schmalen Weg. Ich glaube, da sind wir komplett verloren. Wow. Wie er mir einfach wegdriftet. Das ist schon echt krass, sage ich euch. Am problematischsten sehe ich wirklich hier die Ahornbäume. Am zeitintensivsten. Alle anderen, also die Palmen, das dürfte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Die sollten wir, glaube ich, ruckzuck verladen bekommen. Aber die Palmen sind schon... die Palmen, die Ahornbäume. Oh nein. Die sind schon eine Hausnummer. Oh, das ist ja schwierig. Das mal anders. Den km/h. Nein, eins habe ich gesagt. 10 km/h. Nicht schneller.
Ah, damit geht's, ne? Dürfen. Okay, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Auch mit 10 Kameras. Das geht's. Ah, oh, nicht schlimm. Oh, nicht schlimm. Was mich auch noch interessieren würde, lass uns mal ganz flott gucken. Hört ihr den Sound? Markus. Guck mal, die 8 würde uns 2.326 kosten. Das ist hier der Gesteinbrecher. Ich würde mal sagen, den sollten wir kaufen. Ist nicht teuer, gell? Damit wir damit unser Kalk selber produzieren können. Schreibt das auch gerne wieder in die Kommentare. Ich werde es jetzt heute noch nicht machen. Das entscheiden wir. Achso, ich wollte gerade sagen, warum komme ich nicht rum? Weil zu scharf eingelenkt. Das machen wir natürlich wie immer zusammen, die Entscheidung. Und wie ich wegdrifte. Einfach krass. So, mal gucken, ob wir den da jetzt. Wir müssen noch ein Stück vor. Einigermaßen da hinten reinbekommen. So. Das können wir nicht wieder machen, ne? Den so beladen. Ich hoffe, dass er hier im Bereich ist. Jetzt muss ich wieder. Oh, wow, falsche Taste. Die da wollte ich. Müssen wir wieder gucken. Nein. Wo wir verkaufen können. Oh, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht da. Oh. 4.641. Ich habe mir mehr erhofft. Ich, ja. War schon doch eine ziemliche Herausforderung. Bin ich ja ganz ehrlich zu euch. Ich sehe gerade, ich habe mein Licht hinter mir gar nicht an, ne? Wartet mal kurz. Mini, kleiner Break. Ciao. Yay. Jetzt wieder mit Wolkenwand. So. Zurück, Marsch. Wir sammeln jetzt nochmal die Palmen ein. Ja, und die restlichen Ahornbäume sind dann beim nächsten Mal dran. Und ich gehe mal stark davon aus, weil auch das werden wir rucki-zucki machen. Ich werde vielleicht auch mal gucken, ob ich das irgendwie zwischendurch sogar nochmal machen kann. Wie gesagt, ihr kriegt, ne, ich nehme alles auf, ihr werdet alles sehen. Aber dass wir dann halt auch zeitig hier, ne, die nächsten Aufgaben haben, die nächsten Sachen, die wir machen wollen. Ich muss sagen, wenn man jetzt so auf den Kontostand guckt, 12.000, das schmeckt schon. Man weiß ja nicht so genau, was wir mit dem Geld jetzt machen, außer den Steinsammler. Den, ja, den, ich sehe das auch so. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass wir den holen. Sonst haben wir am Ende, ja, mehr Kosten als alles andere. Es ist, glaube ich, immer gut investiertes Geld, weil die Sachen halt einfach kaputt gehen, ne, wenn wir hier drüber fahren. Das sollte man, glaube ich, da wirklich immer bedenken. So. Dann nehmen wir erst die hier hinten. Ups. Mal umsteigen. Da rein. Und hoppala, ich würde sagen, das da wollen wir. So, halben. Wir wollen hier die Palmen. Ah, nicht geil, ne? Der ist halt echt zu lang. Wir müssen die Palme auf 4 cutten. Gut, so liegt er eigentlich ganz gut, ne? Wenn wir ehrlich sind. Kommen wir da hinten dran? Ah. Ah, doch, komm mal. Und tun hoch, sonst kriegen wir das Ding wieder nicht auseinander, ne? Ganz ein Greifer. So. Zack.
Und ich kann ja auch einfach im Schlepper sitzen bleiben, ne? Ich muss ja gar nicht immer aussteigen, das geht ja auch alles so praktisch. Kann ich sagen, warum? Aber hier fällt mir das ein bisschen einfacher, das Ding zu lenken. Nimm das nur so vor, da ist das wirklich ein Unterschied, ob ich hier sitze oder vorne drin. Kopfsache bestimmt, gell? Ich weiß nicht, ob wir... Ich glaube, beide Palmen werden wir nicht mitkriegen, ne? Ich glaube... Oh. Das wird sonst wieder... sehr böse wackelig. Wenn wir beide... beide Palmen da noch mitnehmen wollen. Ich glaube, das lassen wir besser. Wir fahren lieber so. Ein bisschen entspannter. Na gut. Dann haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Bäume, die noch weg müssen. Aber ihr habt ja gesagt, ihr wollt es so haben. Wie gesagt, ich hätte es auch ansonsten, ne, einfach so gemacht. Aber das gibt es natürlich dann alles auch noch in einem schönen, gecutteten... Oh, was heißt gecutteten? Gecuttet ist es nicht. Einfach nur Timelapse. Also einmal... Geschwindigkeit mal ganz, 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 ganz schnell gestellt. Aber dann werden wir da auf jeden Fall... Na gut, aber ich würde sagen, dann kriegen wir beim nächsten Mal... Ich hoffe, dass die Ahornbäume da uns nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Ich vermute mal, machen wir es so. Ich vermute mal, dass wir beim nächsten Mal das Feld soweit fein haben. Ich möchte aber gleich nochmal schnell was gucken. Und zwar, was unsere Fischproduktion macht, wie weit die ist. By the way, ne, jetzt fahren wir fein. Also es war wirklich, weil unser Anhänger ein bisschen überladen war. Ein ganz klein wenig. So. Standen wir letztes Mal auch, ne? Dann lass uns einmal kurz bei der Produktion gucken und speichern ist auch immer richtig toll. So. Ach, guck mal, hier ist schon voll, ne? Wir müssen Fische abholen, ihr Lieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6000 Liter. Oh, das ist cool. Okay, okay, okay. Wir müssen Fische holen. Das ist ein Träumchen. Ohne, dass ich geguckt habe, wo wir hingehen müssen. Nice. 5242. Richtig gut. Richtig gut. Okay. Das ist mega. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, was auf uns wartet beim nächsten Mal. Ne? Sowohl die Bäume. Also wie gesagt, das machen wir im ultra, ultra hardcore Zeit Run. Im super Timelapse-Modus. Und dann müssen wir uns um die Fische kümmern. Dann gucken wir mal, was dann sonst noch ist, ne? Aber, oh, das freut mich ja mit den Fischis. Das ist ja mega cool. Das ist ja mal richtig, richtig cool. Wir können gleich nochmal gucken, wie so der Preis aussieht. Wie viel wir damit wohl so einnehmen werden. Ich habe es tatsächlich gerade nicht im Kopf. Müssen wir natürlich auch... Also, es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir uns das jetzt mal zusammen angucken. Weil, ne, ihr wisst, ich bin kein Freund davon, von zu leicht verdientem
Geld, besser gesagt zu krassen, einfachen Preisen. Also, ne, wir verkaufen einen Fisch und bekommen dafür, keine Ahnung, 5000 Euro. Das ist halt nicht ganz so geil. Das wisst ihr, dass ich davon kein Fan bin. Deshalb schauen wir uns das aber jetzt gleich nochmal an, wie so unsere Einnahmen damit aussehen könnten. So. Fischi, Fischi. Wo sind die Fischis? Fisch, Fisch, Fisch. Fisch. 1040. Also sprich, doof gesagt, wir würden so roundabout 6000 bekommen, ne? Also was wir natürlich machen könnten, ne, es ist ja dieser Fischgrund, den haben wir geplaced, die ganzen. Da können wir reduzieren. Wir können auch noch mehr machen, die sind nicht teuer. Also man kann, doof gesagt, ne, auch da, keine Ahnung, 10.000 Dinger hinstellen und hat halt dann, ne, sehr schnell, sehr einfaches Geld. Sagt ihr mir das mal, ob ihr das zu viel findet mit, opala, falsch da, 6 Stück. Und dementsprechend ja jetzt möglichen 6.000 Euro, die wir bekommen können, ne? Schreibt mir das gerne mal. Und ja, da liegen unsere Palmen, die Ahornbäume. Da geht's beim nächsten Mal weiter. Damit sind wir mal wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war, wie ich euch ja schon gesagt hatte, es ist halt, ne, jetzt mit dem Forst. Deswegen beim letzten Mal der Vorschlag, soll ich das irgendwie anders machen, wie auch immer. Und ihr habt gesagt, nee, Timelapse und trotzdem so ein bisschen. Ja, ne, wir haben schon ein paar Bäume weg, aber tatsächlich nicht alle. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ich hatte gehofft, dass wir ein paar mehr wegbekommen. Ja, ich muss beim nächsten Mal nochmal gucken, wie wir es am schönsten machen, wie wir am schnellsten da alles wegkriegen. Ja, und mit den Fischen, sagt ihr es mir, wie wir es machen wollen. Wollen wir ein paar von den Fischplätzen wegnehmen, abgeben? Ist es zu einfach verdientes Geld? Machen wir gar nichts mit den Fischen? Auch das schreibt es mir gerne. Und dementsprechend gehen wir, was die Fische angeht, vor. Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch an den Steinsammler denken, den wir auf jeden Fall noch kaufen wollen. Aber ich glaube, einigermaßen Geld sollten wir mit den Bäumen zusammenbekommen. Ob das gesamte Geld für den Steinsammler, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber da schauen wir auch einfach mal, was sich ergibt, wie die Zahlen am Ende aussehen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch natürlich auch wieder ganz, ganz herzlich für die Kommentare, Likes und so weiter bedanken. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.